Also was Thilo Sarrazin zum Beispiel betrifft, die Russlanddeutschen, wie ich finde, sollten sich von ihm überhaupt nicht angegriffen fühlen, weil es gab zum Beispiel auch ein Interview, kann sich jeder auf YouTube angucken, von RBB Spezial schafft Deutschland sich ab, die Kontroverse Thilo Sarrazin, ich glaube, es ist sogar immer noch da drin. Da hat er ganz klipp und klar gesagt, von den russlanddeutschen Einwandererkindern heiraten bereits in der zweiten Generation 70% deutsche Partner, also bundesdeutsche Partner. Und er hat die Russlanddeutschen hervorgehoben als positives Beispiel der Einwanderung in Deutschland. Und stattdessen schreiben ja ständig irgendwelche Autoren im Netz oder jetzt zum Beispiel auf mediendienst-integrations.de habe ich vor kurzem, ja, vor so knapp einem Jahr oder was gelesen, dass weniger als 20% der russlanddeutschen Aussiedler bikulturelle Ehen eingehen würden. Also, tja, Sarrazin war ja Politiker und ihm liegen, würde ich mal sagen, bessere Quellen vor. Und der wird's wissen. Und ja, wie gesagt, er sieht das ganz anders. Er sieht, dass sie sich am besten assimilieren, also die Russlanddeutschen, und auch bereits in deutsche Familien einheiraten. Also, ja, mehr ist dazu nicht zu sagen.